herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Luva. Wir gehen jetzt einfach mal auf den Server. Einer ist drauf, Onkel Poppy. Cool, seit wann sieht man das denn hier so, wenn einer einzeln drauf ist? Wusste ich auch noch nicht. Oh ne! Was ist hier passiert? Da hat sich irgendwer ausgetobt. Okay. Werden wir uns mal rangeben, hier dieses Problem auf die Schnelle zu beheben. So. Aber wie ihr seht, ich habe wirklich angefangen und fertig sortiert. So gut wie fertig sortiert. Weil wir haben in der letzten Folge ja angefangen, das Lager zu bauen. Oh, wer ist das immer mit den Hühnern hier? Das ist ja schrecklich, ey. Ich hasse das, dadurch leckt doch der Server immer so. Aber das einzig Positive ist, es ist eine gute Spende, eine Essensspende. Hier geblieben. Und ein paar Level mache ich damit gut. Und Eier gibt es natürlich auch genügend. Ach, toll. Sonst noch wer? Du auch weg. Vor allen Dingen habe ich noch Steine mit. Ne, ich wollte hier auch mal zumachen, weil die rennen immer alle, wenn das einer macht, rennen die immer alle massenweise da runter. Und da wäre nämlich dann auch das Problem, die Hühner bleiben dann da unten, weil ich dann die runterlaufe und die tot mache. Und wie gesagt, dann leckt das auch wirklich extrem dann. Jetzt laufe ich aber mal hier runter. Ihr seht, reichlich... Oh. Das wollte ich nicht. Reiche Hühner sind schon hier runtergelaufen. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen, das reicht jetzt erstmal, mache ich da oben jetzt mal zu. Weil das nervt ja, ne? So. Und das Fleisch hauen wir direkt mal in den Ofen, dann haben wir wieder ein bisschen Nahrung. Ist hier welche runtergefallen? Mit Sicherheit hört es zumindest so an. So, hier unten war jetzt keins mehr. Nein, oben bleiben. Oben bleiben, oben bleiben. So wie das aussieht, ist meine Küche auch noch voll. Wenn die jetzt hier schon wieder sind. Gibt's doch nicht. Kommen die denn alle her? Aufpassen, dass jetzt nicht schon wieder welche runterlaufen. Nee. Nee. Nicht darunter. Hey, wie kommst du denn jetzt schon wieder hier hin? Nein. Bleib hier. Irgendwann muss das ja aufhören hier mit den Hühnchen. So viele können ja gar nicht. Können wohl. Mist. Aber wenn ich den kriege, der das wieder war, das kann wieder nur der Peter gewesen sein, weil ich das bei ihm auch mal aus Spaß gemacht habe. Oh, toll. Auch alles voll. Hühnchen, 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 Hühnchen. Egal, wir haben Eier, wir haben Fleisch. Läuft. Wir sind erstmal versorgt. Genau, wie ihr seht, habe ich nämlich die Öfen hier hingepackt. In jede Ecke oben immer eine Workbench rein. Haben wir einfach einen Briefkasten, die haben wir auch nicht. So, packen wir erstmal das Fleisch ein bisschen da rein. Da haben wir auch noch gebratenes. Das snacken wir erstmal. Snacken, snacken. Jedes Mal derselbe Fehler. Snacken wir erstmal. So, jetzt laufen wir nochmal hoch. Da kam schon wieder welche von unten. Hier. Oh, jetzt habe ich mein Bild abgebaut. Muss ich mal wieder... Ah, da ist es noch. Weil manchmal leckt das durch die Wand, dann ist das Bild einfach weg. Deswegen war es gut, dass ich es jetzt eingesammelt habe. Sonst hätte ich ein neues machen müssen, nicht wieder Wolle sammeln müssen. Mein Gott. Bis ich jetzt wieder so ein großes gibt, dann dauert das jetzt wieder Ewigkeiten. Da, jetzt habt ihr gesehen, jetzt ist das weggebackt. Jetzt liegt es wieder da in der Ecke. Hühnchen! Aber noch eins. Stecken gibt's nicht. Großes bitte. Oh, jawohl. An mir vorbeischleichen gibt's auch nicht. Überall Eier hier. So.
Dann können wir hier oben auch nochmal eine Runde Fleisch reinhauen. Ich hoffe jetzt... Nein, ne, derjenige hat sich jetzt den Spaß nicht erlaubt und hat in meinem Baumhaus oben auch noch Hühnchen hingemacht. Er hat es nicht getan. Ich muss hier unbedingt irgendwie was bauen, dass ich da runterspringen kann. Irgendwie falle ich immer fast. So, dann gehen wir jetzt mal einsortieren. Hier ist nichts mehr. Auf Druckplatten aufpassen. Nee. Gut. Aber ich höre hier immer noch Hühnchen. Naja, gut. Also wie ihr seht, Federn und Pfeile reichlich. Ich habe jetzt hier wirklich für jedes einzelne eine Truhe quasi gemacht. Vorher war das ja alles zusammen. Jetzt habe ich hier Rüstung, Waffen und Werkzeuge schön sortiert. Hier das ganze Essen halt reingepackt. Hier unten halt das ganze Grünzeug und die Samen. Hier habe ich halt Federn und Pfeile, Knochen und Knochenmehl, Schneebälle, Slimes und Magma-Creme, also alles, was so rund ist. Hier habe ich halt Feuerwerk, Schwarzpulver und TNT. Hier Leder, Tinte und, ja, ist ja auch Leder. Hier habe ich halt Spinnenfäden, Spinnennetze, alles, was mit Spinnen zu tun hat, Spinnenaugen drin. Hier halt diese ganzen Holzstämme und Holzbretter. Und hier alles Mögliche, was man aus Holz machen kann. Halt Stufen, Zäune, Fackeln, Schilder und so weiter und so fort. Hier habe ich eine Kiste gemacht mit sonstigem Kram. Da packe ich auch mal die Eier rein. Wobei, ja, die können wir eigentlich gleich im Garten mal werfen gehen. Ich nehme die mal mit, dann macht das die Truhe nicht so voll. Dann gehen wir die gleich im Garten werfen. Weil wir brauchen ja eh... Wir brauchen ja eh ein bisschen... Hühnchen unten im Stall. So, ich zeige euch das nochmal weiter. Hier habe ich so alles Nether-mäßige drin. Hier Eisen und was man alles aus Eisen machen kann. Und Gold. Ich habe momentan kein Gold, deswegen ist da nur ein Gold-Nugget drin. Ja, und sonstiges Wertvolles hier die im Namensschilder, Sättel und die verzauberten Bücher, die ich damals da gefunden habe in diesem Verlies oder was das war. Hier alles Bruchstein. Hier wieder wie bei dem Holz, was man alles aus Bruchstein so machen kann. Bruchmauern. Slabs, ne, Knöpfe und so weiter. Hier ist Erde und Kies drinne. Hier Andesit und Granit, Diorit, Stein und Stein-Extras wieder. Also hier sowas, Steinziegel und so ein Kram. Und hier habe ich halt Ton und Wolle drinne. Ja, und das war's eigentlich schon, meine Endertruhe. Ah, hier ist doch Gold. Na, damit wollte ich aber Goldkarotten machen, um meine Pferde zu machen. Und bevor mir das jemand stiehlt, habe ich es lieber hier reingepackt. So. So, sonst hat sich eigentlich nichts geändert. Es ist einfach ein bisschen größer. Ne, größer noch nicht mal. Der Raum ist ja so geblieben. Aber es sieht größer aus, weil die Truhen ja jetzt in der Wand sind. Und ich habe übrigens hinter den Truhen die Erde weggemacht und habe da Holz hingemacht. Damit das auch nochmal ordentlicher aussieht. Jetzt gehen wir mal Eier werfen und gucken mal, was der Onkel Poppy macht. Ist doch noch am Server, ne? Ja. Boah, jetzt hab ich fast da runterge... Warum ist eine Kuh hier draußen? Und ein Schwein. Und die ganzen Hühnchen. Hühnchen, Hühnchen. Die brechen immer alle aus. Ich weiß nicht, wie die immer ausbrechen können. Kommt die durch die Zäune durch? Oder wenn die aufeinander gehen vielleicht? So. Sammeln wir hier mal alles ein. Dann hauen wir da mal ein bisschen Jungzeug raus. So. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. So. Dann haben wir nämlich die Eier schon mal weg und ein paar Hühnchen hier mehr. Boah, aus dem Stapel ist jetzt überhaupt kein Huhn rausgekommen. Das war krass. Ich hatte noch welche, ne? Machen wir das natürlich auch noch. Wow, Geronimo! So. Und dann habe ich noch Weizen mit, dann können wir die Kühe direkt mal... Sorry, dein Leben war nicht lang. Du mit dem. Du... mit der. So, haben wir noch ein paar Babykühe dazu. Die Level sammle ich mir natürlich auch ein.
So, jetzt haben wir noch vier, jetzt kommen noch zweimal Schweine. Schweine gehen nur mit Möhren, oder? Dann machen wir Schafe. Warum sind hier so viele? Ich habe gar nicht mehr so viele Schafe. Deswegen brauche ich jetzt mal ein paar neue. Wo meine Schafe hin? Ach, die armen Hühnchen, ne? Ich muss hier... Oh, mein Finger juckt. So. Sorry, Hühnchens, aber... So, gucken wir mal, was ich im Pferdestall getan habe. So langsam kommen ja hier Pferde hin. Hey, hab mein Versprechen... Ah, hat mein weißes Pferd geholt! So. Wie soll das weiße Pferd heißen? Ein besonderer Name, bitte, weil es ist ja ein besonderes Pferd, ne? Lange haben wir danach gesucht. Danke, Peter, an dich. Und wie ihr seht, haben hier schon andere Leute ihre Pferde inzwischen untergestellt. Peter hat nämlich auch ein weißes. So, das hole ich mir direkt mal unten in den Stall. Hole ich mir doch mal einen Sattel. Selbst hier sind die Hühner. Aber ich habe hier unten keinen Platz mehr. Ich mag auch keinen von meinen Süßen jetzt hochpacken. Warum ist in jedem Stall ein Huhn drin? Gibt's doch nicht. Aber eigentlich kann man doch hier noch eins hinmachen irgendwo, oder? Dass wir die Esel irgendwie... Ich glaube, ich muss nochmal ausbauen. Weil oben ist halt, habe ich gesagt, hier unten sind meine privaten Pferde, meine eigenen, die auch alle Namen haben. Und oben können halt sehr gerne die anderen Spieler vom Server hier ihre Pferde hinstellen. So, ich nehme direkt mal einen Sattel mit. So, jetzt gehen wir mal da rein. Jetzt müssen wir das nämlich erstmal zähmen. Ist schon gezähmt. Ah ja, sonst hätte Peter das ja nicht hier hingekriegt, ne? Jetzt gucken wir mal, ob unten genug Platz ist. Ansonsten müssen wir wirklich unten mal... Jetzt habe ich mir den Kopf gestoßen. Sonst bei den Eseln so lange rein. Oder ich mache jetzt einfach hier mal so ein... Geh da rein. So ein... Habe ich hier noch irgendwo... Ich baue das jetzt einfach mal mit der Hand ab. Ja. Dass wir hier das einfach mal vergrößern, so lange. So. So. Pferde und Esel vertragen sich? Tun sie das? Ich weiß es nicht. Einer. Ich hoffe. Hallo. Was kann ich da rein? Na gut. Kopf gestoßen, aber passt. Pferd ist drin. Machen wir das jetzt einfach mal so, auch wenn das scheiße aussieht. So. Hauptsache, das Pferd ist erstmal drin, ne? Und Elon Horst, wehe, tut denn was? Dann werde ich böse. Ganz böse. Ich hoffe, die vertragen sich. Vertragen die sich? Ich google lieber mal. Sicher ist mir jetzt mal sicher, weil... ich hab Angst. Weißt du was? Ich ziehe da lieber noch einen Zaun zwischen. Ich habe zu viel Schiss. Ich weiß nicht, ob die sich vertragen. Habe ich hier irgendwas, womit ich einen Zaun habe? Aber jetzt habe ich aber inzwischen extrem viele Sättel schon, ne? Steven bringt mir immer welche, die er gefunden hat. Der ist ja andauernd fleißig am Angeln mit seiner krassen Angel, die der sich da verzaubert hat. Und deswegen habe ich immer Namensschilder und Sättel im Briefkasten. Danke auch nochmal an dich, Steven. So, guck mal, jetzt weiß ich nämlich genau, Holzextras. Seht ihr? So schnell geht das. Muss ich nicht mehr erstmal suchen, wo ich meine Zäune hingeschmissen habe. So. Laufen. Geht das nämlich auch schneller mit dem Abbauen. Machen wir doch hier erstmal
mach das einfach jetzt mal so lange. So, das Pferd ist ja alleine, deswegen machen wir das hier. So, Eselchen, du musst jetzt mal bitte mitkommen. Esel, Esel, Esel rüber da. Und bitte auch. Hallo? Gehst du automatisch oder soll ich im Popo drehen? So. Gut. Dann haben wir das aber schon mal geregelt. Das lasse ich erstmal zu und jetzt kriegt der. Die Eselchen kriegen hier ihr Zauntor hin. So, okay. Das weiße Pferd ist erstmal untergebracht. Ich baue dem Pferd, ich denke mal, hier passt noch so ein Stall hin. Das ist ja immer nur 1, 2, 3, 4, ne? Warte mal. 1, 2, 3, 4, Mauer. Gut, dann baue ich die Esel, baue ich den hier nochmal so ein bisschen weiter raus. Ach, das passt schon. Oder ich baue meinen Esel auch hier so einen Eckstall hin. Ich gucke einfach mal. Aber ich würde sagen, das war es auch schon mit der Folge Luva. Tut mir leid, dass ich nicht so viel machen konnte, weil wir vorher das Hühnerproblem hatten. Aber da kann ja keiner mit rechnen, dass ich auf den Server komme und auf einmal voll die Hühner in der Bude habe. Aber naja, gut. Da ist Fleisch. Jetzt gehen wir zurück ins Haus und dann war es das auch schon. Den Olli gehen wir andermal belästigen. Freitags kommen ja jetzt immer die Roleplay-Folgen. Und der Olli spielt ja da jetzt am Anfang recht viel mit, deswegen passt das. So, stellen wir uns in die Ecke. Und das war's auch schon mit der Folge Minecraft Luva. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, würde ich mich super drüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!